Cyber Friends, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Wie schon angekündigt im letzten Video, ich hatte mein erstes Skype-Gespräch am Sonntag. Letzte Woche. Und ja, ich war erst nervös. Die Uhrzeit war ausgemacht. 8 Uhr irische Zeit und 9 Uhr österreichische Zeit, also. Ja, ich bin den ganzen Tag mit einer Freundin gesessen und habe mir Fragen überlegt, von denen ich zuerst im Endeffekt gar nicht gestellt habe. Ich habe dann noch, dann bin ich 15 Minuten vor 9 vor meinem Computer gesessen, habe schon alles so hergerichtet, so, okay, ich bin jetzt bereit zum Skypen, hoffe ich. Dann habe ich die Anfrage von ihr bekommen über Skype, weil ich sie nicht finden konnte. Sie hat anscheinend eine andere E-Mail auf Skype angegeben, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gefunden. Und ja, dann kam die Anfrage, ich bin gestanden, okay, sie hat mir die Anfrage geschickt. Sie wird gleich ja, das Skype-Gespräch, das passiert gerade wirklich. Gut, dann kam endlich um Punkt 9 Uhr dieser schöne Skype-Ton, den wir alle kennen. Und ich starre kurz auf meinen Computer so, okay, es geht jetzt los und will auf Annehmen drücken. Ich konnte nicht annehmen! Ich weiß nicht warum, es ging einfach nicht. Gut, dann habe ich zurückgerufen, ist keiner rangegangen und dann war sie offline. Ich dachte mir zuerst so, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Will sie jetzt nicht mehr? Okay, dann ist sie wieder online gekommen, 2 Minuten später. Und hat mich zurückgerufen und ich konnte abheben. Nach 3 Anläufen ging es, dass wir telefoniert haben, geskypt haben. 3 Anläufen. Und wir haben dann geskypt und dann hat, es waren da sie, ihr Mann und ihr Kind. So süß gestern. Und ja, wir haben dann ein bisschen geredet. Dann hat sie mir ihre Fragen gestellt, wie ja, warum willst du Au-pair sein? Was sind deine Kindererfahrungen? Ich habe gesehen, du hast sehr viel Erfahrung mit Erste Hilfe, weil ich ja Schulsanitäter war und x-tausend Zusatzzertifikate habe. Und hier und da, und dann habe ich halt meine gestellt, so, ja, was habe ich den ganzen Tag zu tun, dass sie auch im Mutterschutz ist, wenn ich kommen würde. Und was habe ich noch gefragt? Ja, spezielle Ernährungsgewohnheiten oder Verordnungen wie Diabetes oder vegan oder vegetarisch. Dann hat sie mich noch einmal nach meinen Allergien gefragt. Ich habe dann gesagt, ja, muss ich kochen eigentlich auch? Und sie so, ja, aber nur so kleine Snacks oder sowas. Also das Große übernehme eh ich. Dann haben wir noch geredet, was ich dort tun kann, weil es ein sehr, sehr kleines Dorf ist. Das kann man nicht mehr Dorf nennen, glaube ich. Dort ist einfach nichts. In die nächste ins nächste Dorf, dann wo was ist, brauche ich 10 Minuten mit dem Auto oder 20 Minuten zu Fuß. Dort ist dann eine Kirche. 2 Pubs und ein Restaurant und ein kleines Fitnessstudio. Und zur nächsten Stadt, das ist Limerick, bräuchte ich fast 1 Stunde mit dem Auto. Gut, das heißt, wenn ich 1 Liter Milch auf die Gafen brauche, muss ich 1 Stunde mit dem Auto hinfahren und 1 Stunde zurück. Das heißt, Kuchen backen, yay, wenn man da nicht vorher gut eingekauft hat. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen geredet über ein paar Sachen. Ob mich das Wetter in Irland abschrecken würde und ich soll nicht drauf so nein, eigentlich kaum, weil ich bin irgendwie so der Mensch, weil in Irland ist ja ziemlich kalt, so der Mensch, wenn draußen Schnee liegt, komme ich mit der Hotpin. Yay! Ja, dann haben wir noch so ein bisschen geredet über das Kind und ein bisschen halt Smalltalk. Da habe ich sie noch gefragt, ob sie das stören würde, dass ich einen YouTube-Channel habe, wie ja, sonst könntet ihr mich gerade nicht sehen. Hi! Und er war sehr begeistert davon anscheinend. Sie weniger. Sie wollte das auch, also sie will das auch nicht, dass ihr Kind da irgendwie gesehen wird. Darum habe ich gesagt, ja, so sollte ich zu euch kommen, werde ich darauf achten, dass man kein Kind sieht, dass die Kinder immer bis daher nur sind, also dass der Kopf abgeschnitten ist. Also nicht vom Kind, sondern im Video. Oder dass ich in meinem Zimmer bin und mich halt keiner stört. Dann habe ich noch gefragt, ja, was kann ich jetzt, also was ich bei ihm machen kann im Dorf. Und sie hat dann halt ihren Mann gefragt, was man da machen kann. Und er hat das so richtig mit voller Freude und Elan gesagt, so, ja, du kannst spazieren gehen. Das fand ich aber so cool, dass mich sein Elan einfach so angesteckt hat. Das
fand ich richtig cool, dass er da, er hat mir diese Stimmung damit gelockert, obwohl er schon ziemlich zum Schluss war. Weil es ziemlich sehr angespannt war, fand ich dieses Ausgeglichene, was man sich dann vielleicht irgendwie erwartet hätte. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei der Familie war oder an mir liegt oder ich weiß nicht was. Ich war auf jeden Fall auch sehr nervös, kann auch sein, dass mein erstes Skype-Gespräch war. Und ich habe dann auch gleich noch am Abend eine Mail geschrieben, wo ich mich entschuldigt habe, dass ich so nervös war und mich ein paar Mal verhaspelt habe. Durch die Nervosität. Und dass ich mich bedanke für das Skype-Gespräch. Da kam dann halt die Rückmail. Ihnen ist gar nicht vorgekommen, dass ich nervös war. War ja alles gut. Sie waren sehr nervös, haben sie mir auch geschrieben. Und dass sie sich auch bedankt, was mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen ist, dass sie nervös waren. Also anscheinend waren wir das sehr alle in unserer nervösen Hülle, dass wir gar nicht mitgekriegt haben, dass die gegenüber auch nervös sind. Aber egal. Ja, das war irgendwie so mein erstes Skype-Gespräch. Ich weiß auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich verändern würde. Vor allem, weil ich auch einfach nur so da gesessen bin. Mit so einem richtig fetten Grinser und irgendwie das nicht so gut fand. Vielleicht war es nicht sympathisch, ich weiß nicht. Das war so ein richtig nervöser Grinser. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen gelernt, die ich machen werde beim nächsten Skype-Gespräch. Ich achte auf viele, viele Sachen jetzt. Also ich habe mir vorher sowieso den Letter durchgelesen, den ich bekommen habe. Das heißt, ich wusste sowieso, wie alle heißen und wo sie wohnen. Aber ich glaube, ich werde meine Fragen präziser fragen und nicht nur so, ja, what I have to do. So, was habe ich eigentlich zu tun? Also das ist schon klar, dass ich aufs Kind schauen muss, sondern eher so präziser. Was habe ich den ganzen Tag über zu tun? Kinder in die Schule bringen, in den Kindergarten und so weiter. So einfach präzisere Fragen stellen. Vor allem, ich habe mich hier auch nur so Stichwörter dann aufgeschrieben gehabt zum Schluss, weil ich keine Sätze mehr schreiben wollte. Und das habe ich dann sowieso komplett ausgelassen. Und die Stichwörter sind auch einfach nur verwirrend, weil, ja, da steht halt Eating Habits. Gut, bin ich dir mal in einer richtig nervösen Situation damit in den Satz. Ja, und auf jeden Fall nicht zu nervös sein. Es wird dich keiner auffressen, habe ich gelernt. Und ja, meistens ist es auch besser für den Gegenüber, wenn du nicht so angespannt bist, weil dann sind die vielleicht auch nicht so angespannt. Wie gesagt, ich war sehr angespannt, die Mutter anscheinend auch und der Vater hat es dann sehr locker aufgelockert mit seinen Späßen. Fand ich sehr cool. Und daraufhin war auch das ganze Gespräch dann zum Schluss erst leider lockerer. Ja, und das war so mein erstes Skype-Gespräch. Mal schauen, was die nächste Familie dann bringt, wenn ich die nächsten Vorschläge jetzt bekomme. Jetzt, wo ich sie drehe, ist es Feiertag, da haben wir keine Vorschläge. Außer jemand sitzt im Büro und arbeitet. Und was das nächste Skype-Gespräch dann von sich ergeben wird. Na dann, tschüss!